Neues Gebiet, Ladebildschirm, Bethesda Game. Es ist auch interessant. Wie gesagt, ich würde das Spiel, wenn es keinen Spaß machen würde. Ich spiele das seit 3 Jahren und es ist immer wieder Schiss. Klar, es gibt Momente, wo man dann einfach zu viel vom Spiel hat. Also ich habe es auch teilweise überspielt. Gebe ich offen und ehrlich zu. Das eine Jahr habe ich halt komplett mit einem Kumpel tagtäglich 9, 10, 11, 12 Stunden gespielt. Ja, wir sind noch im Morrowind, also ziemlich nah am Morrowind dran. Also hier ist Vardenfell. Vardenfell kennt man aus Morrowind. Mit dem roten Berg. Ja. Das hier ist. Hier geht es jetzt immer mehr Richtung Trübmoor, Schattenfell, also zu den Argonian rüber. Noch mal die Karte. Ich muss geradeaus und dann zum Totenkopf lang. Okay. Ja, den Totenkopf, den werden wir nicht schaffen. Dafür sind wir noch viel zu schwach. Die offenen Verliese werden wir wahrscheinlich auch nicht alleine packen. Wie gesagt, ich hatte damals Kumpel dabei gehabt. Mit dem war das dann ziemlich easy. Also zu zweit schafft man es eigentlich schon ganz gut. Alleine sollte man warten, bis man genügend Champion-Punkte hat. Sau. Ich war kurz davor, fertig zu werden. Hat er nur davon. Und die Katze fängt wieder an. Ja. Gut, ich werde jetzt auch nicht bei jedem kleinen Teil hier anhalten. Einfach nur, damit man ein bisschen mitkriegt, wie das Ganze normalerweise aussieht. Ich würde normalerweise hier langlaufen, ganz normal. Und würde jeden einzelnen scheiß Grashalm hier zum Beispiel mitnehmen und einsammeln. Einfach damit ihr das alles schon mal im Handwerksbeutel habt, damit ihr das später dann irgendwann benutzen kann. Ich bin da so drauf getrimmt, eigentlich. Deswegen, meine Looterfinger, die bluten gerade. Meine Augen tränen, aber ich will heute auch die Questreihe so weit fertig machen, dass wir Sysa Han haben. Zumindest den will ich haben. Wann unternehmen Und die da Wachen ich zeitlich ein bisschen eingeschränkter bin, vermissen? Weil ich morgen ja wieder arbeiten muss, dass wir alles tun, was wir muss ich leider dieses Opfer bringen. So, bin ich jetzt hier richtig? Jetzt hier runter, ja, oh, das wollte ich nicht, aber wir müssen hier lang. Charlie leistet gute Dienste. Oh, das nehme ich aber mit, weil wenn man so viele Bücher sieht, die immer mitnehmen, sag nicht leider, wenn du arbeiten gehen kannst. Ja. Ist auch schon leider, weil es macht zwar Spaß, dort zu arbeiten, aber eigentlich ist das in meinen Augen mehr eine Ausbeutung als Arbeiten. Also ich bin sowas wie ein. Seid stark. Jemand muss das tun. Besser bezahlter Praktikant. Also ich werde zumindest ein bisschen bezahlt. Aber ganz ehrlich, bei 1,50 die Stunde, das ist. Dafür würden andere Leute nicht mal die Hose anziehen. Das ist nicht der Rede wert. Und bei dem Arbeitspensum, was ich momentan habe, weil ja auch noch ein Fest geplant ist und dies und das und jenes, muss noch so viel gemacht werden. Ja, ich bekomme zwar Geld, aber wenn ich dann die Spritkosten wieder abziehe für die Hinfahrt, kommt am Ende eigentlich gar nichts mehr rum. Ich gehe eigentlich für lau arbeiten.
Am Ende gehe ich für Lau arbeiten. Gut, ich habe vielleicht mal 20 oder 30 Euro mehr auf der Tasche, aber das ist jetzt nicht so das Wahre. Ich könnte zwar auch mit dem Fahrrad hinfahren, aber ich habe keinen Bock, dann irgendwie eine Stunde früher aufzustehen und loszugucken. Ich habe jetzt schon Probleme mit dem Aufstehen. Würde ich zeitlich gar nicht schaffen. Aber ich glaube, Laura bezahlt sogar noch einen kleinen Ticken besser. Und wie gesagt, ich weiß ja nicht mal, ob ich da überhaupt noch lange arbeite. Weil hier wollen jetzt die Leute entlassen. Nur meine Zeit ist eigentlich prinzipiell abgelaufen ab morgen. Also morgen wäre mein letzter Tag. Prinzipiell. Laut Vertrag. Aber morgen wollte halt auch mein Betreuer vom Jobcenter vorbeikommen und wollte dann halt mit mir schnacken. Mal gucken, ob ich weitermachen kann oder nicht. Wenn ich nicht weitermachen kann, dann muss ich morgen innerhalb von 2 Stunden circa den restlichen Leuten, die da bleiben, meine ganzen Aufgaben beibringen. Das wird lustig. Hab so um die 5 oder 6 Aufgaben. Freue ich mich richtig drauf. Aber wenn ich dann nicht mehr da bin, dann habe ich natürlich den Vorteil, ich hätte mehr Zeit für Streams oder sowas. Oder einfach wieder ein bisschen mehr für mich die Zeit. Das hätte natürlich auch Vorteile. Das hätte Vor- und Nachteile. Wurde mir auch gesagt, dass ich das könnte. Halt! Sprecht mit mir, bevor ihr Gramfeste betretet, Bürgerin. Zu spät, ich hab's schon betreten. Ich wollte aber nur den Wegschrein haben. Bin schon wieder weg. So, wir nehmen jetzt wieder Charlie. Ja. Ja, also ich hätte jetzt dagegen, ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben. Einfach mal wieder ein bisschen auf den Teppich zu kommen. Andererseits, es gibt natürlich auch Routine. Will ich gar nicht bestreiten. Es tut auch gut, was zu machen. So nach irgendwie einem Jahr nichts tun. Fühlt sich das gut an, auch während Corona, das ist gar kein Problem. Ich meine, so eine Maske tragen ist jetzt wohl das kleinere Übel. Aber ich finde es auch trotzdem ein bisschen schade, dass ich immer so ein bisschen wenig Zeit für Streams und so weiter habe. Ich komme von der Arbeit nach Hause, bin eigentlich total kaputt, mir tun die Augen eigentlich weh, weil ich den ganzen Tag schon auf dem Monitor starre. Deswegen auch das Nickerchen am Mittag. Ich mache dann immer kurz Augen zu, einmal ein bisschen runterfahren. Dann bin ich dann abends mit leichten oder gar keinen Kopfschmerzen spielen kann. Jetzt gerade zum Beispiel sind das leichte Kopfschmerzen, aber ich denke mal, das kommt auch gerade durch so ein bisschen durch die warme Luft, die hier reinkommt und so ein bisschen das Gespräch mit mir, was mir so ein bisschen Kopfschmerzen gemacht hat. Soll jetzt nichts Böses sein, nein. Aber das geht dann doch schon ein bisschen so an die Substanz. Und ich merke auch, dass ich teilweise echt sehr erschöpft und müde bin. Ja, es sind halt die Kleinigkeiten, die einen dann ein bisschen nerven. Worüber man sich eigentlich total freuen sollte. Weil wenn man das dann auf Dauer hat, weiß ich nicht. Ich meine, ich kenne beide Seiten. Ich war arbeitslos. Ich war jetzt arbeiten. Auch wenn es nur 1,50 Job ist, ist es ja trotzdem Arbeit. Und ich meine, ich kann mich ja, was Arbeitszeiten und so weiter angeht, kann ich mich ja noch glücklich schätzen. Ich habe 6,5 Stunden am Tag. Ich arbeite von 9 Uhr bis 15:30 Uhr. Im Normalfall, Freitag sogar noch weniger. Bei 1,50 die Stunde. Wie gesagt, da kommt halt nicht viel zusammen. Aber das ist halt noch die Bedarfsmenge oder den Freibetrag, der vom Jobcenter genehmigt wird. Deswegen sagt, halt ich sehe wie eine Abkürzung diese Regelung. Das nächste Mal wähle ich die Abkürzung. Wenn ihr ruhig gewesen das darf wäre, ich halt dazu verdienen. Nicht gehört. Ich würde auch ganz gerne so um die 2.000, 3.000 Euro verdienen. Das würde ich gerne machen. Hätte ich nichts dagegen. Find dann erstmal sowas. Man kriegt sowas.
Was du bist, ich kann mich auch noch nicht mal auf sowas konzentrieren. Und selbst wenn ich was machen wollen würde, ich würde sowieso erstmal eine Ausbildung machen wollen. Und meine angepeilte, favorisierte Ausbildung ist ja nun mal halt sozialpädagogischer Assistent momentan. Beziehungsweise Sozialpädagogik allgemein und dann Erzieher. Das ist so die Richtung, die ich gehen möchte. Eigentlich. Aber hier in Niedersachsen da irgendwie Unterstützung zu bekommen, das ist faktisch unmöglich. Ich habe jetzt extra faktisch gesagt, weil du kriegst hier in Niedersachsen keine Unterstützung. Kriegst du einfach nicht. Und deswegen muss ich mich halt lange, bis ich dann durch Glück und Zufall einen Platz in der Schule bekommen habe. Es ist eine schulische Ausbildung, also sozialpädagogischer Assistent, ist eine zweijährige Ausbildung an der Schule. Danach kann man noch ein Jahr dranhängen für den Erzieher und dann muss man noch ein Probejahr oder irgendwie sowas machen. So ein Dingsens Jahr. Und dann könnte man rein theoretisch zum Beispiel in einem Kindergarten oder sowas arbeiten. Das wäre durchaus möglich. Wir schwimmen mal kurz hier rüber. Ein Kindergärtner oder sowas könnte ich mir schon gut vorstellen. Würde ich auch furchtbar gerne machen. Wie gesagt, der Weg dorthin ist einfach ziemlich steinig und unnötig schwer. Müsste nicht so sein. Ja, könnte ich beantragen, könnte ich auch machen. Würde sogar auch knapp hinkommen mit dem Geld. Also ich hätte dann wirklich. Also ich wäre dann wirklich kurz vor knapp, was Finanzen angeht. Es wäre rein rechnerisch möglich. Aber dann krieg ich erstmal den Platz in der Schule. Ich meine, männliche Kindergärtner oder Erzieher werden zwar gesucht wie sonst was. Aber da erstmal einen Ausbildungsplatz zu bekommen an der Schule. Ich verstehe schon, warum viele Typen das nicht machen. Die eigentlich das könnten, weil Lust drauf hätten. Weil du bist einer von welches ich wie vielen und dann springt die Hälfte sowieso wieder nach einem Jahr ab. Weil die merken, oh, das ist doch nicht zu lieb. Und du wurdest halt nicht genommen. Obwohl du es durchgezogen hättest. Das ist so ein bisschen. Es frustriert einfach die ganze Zeit. Ich meine, ich bin jetzt seit 3 Jahren. In 3 Jahren bin ich dabei. Es wird Zeit. Fangen wir an. Mich auf diese Stelle zu bewerben. Beziehungsweise diese Ausbildung. Diesen schulischen Platz. Und mit jedem Jahr, obwohl es eigentlich leichter werden sollte, wird es schlechter. Oder schlimmer. Einfach weil ich älter werde. Das ist das Ding. Ja, ich habe mich jedes Mal rechtzeitig beworben. Jedes Mal. Und ich sage auch, wenn du dich ein Jahr vorher beworben hast, einfach den Dingsens hinten anlegen und man wird bevorzugt. Oder kann bevorzugt werden. Das haben die gesagt. Man kann bevorzugt werden. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon drei Jahre in Folge drauf beworben. Ich sitze immer noch hier. Ich habe jedes Mal einen Warteplatz gekriegt und jedes Mal keine weitere Antwort. Es ist ein bisschen schade. Ich finde es ein bisschen traurig. Aber gut. Ich kann es nicht ändern. Ich will mich da auch gar nicht großartig drüber beschweren. Es ist halt so, wie es ist. Ich habe da kein Glück in der Hinsicht. Dann versuche ich jetzt halt einfach die Zeit bis zum nächsten Jahr zu schlagen. Ich versuche es halt einfach so lange, bis es klappt. Hinfallen, aufstehen, Staub abklopfen. Das ist so. Tja. Ich finde es auch schade, dass man das halt nicht praktisch machen kann. Dass man zum Beispiel durch ein Praktikum oder sowas in einem Kindergarten irgendwie eine. Ja, keine Ahnung, so sich beweisen kann irgendwie. In anderen Berufen geht es doch auch. Ich meine, klar, es sind kleine Kinder, aber wenn ich unter Beobachtung stehe zum Beispiel
Was soll denn da großartig passieren? Da kann ja nicht viel passieren. Und so ist es ja traurig, dass das halt nicht so praktischer Beruf ist. Es ist ein schulischer Beruf. Und das macht das Ganze so ein bisschen kaputt. Ihr werdet mich nicht brechen, König der Firma. Ich kann und ich werde. Wo ist das Amulett der Könige? Ihr werdet nie den Willen eines Sohns Yokudas brechen. Ich spucke auf euch. Also, Saisahan ist am Leben und wurde noch nicht gebrochen. Ein wichtiger Punkt in der Tat. Aber wo wird er festgehalten? Ja, halt mal kurz Schnurze. Schon mal darüber nachgedacht, ein soziales Jahr in der Kita zu verbringen. Habe ich tatsächlich schon durchdacht. Ich hatte auch schon Praktikumsplatz und so weiter. Ich hatte alles schon so weit organisiert und so. Und dann kam Corona und ich durfte nicht mehr machen. War zu gefährlich für die Kinder. Und für mich. Und die wollten halt keine Leute da irgendwie haben. Keine Außenstehenden. Und dann wurde sowieso alles dicht gemacht und hast du nicht gesehen. Jetzt, wo sich das Ganze so ein bisschen klimatisiert, könnte man nochmal drüber nachdenken. Aber ich will jetzt erstmal meine Impfung hinter mir haben und sobald ich die Impfung fertig habe, dann bin ich ja eigentlich auf der safen Seite. Und dann würde ich es nochmal versuchen. Aber bis dato lasse ich das jetzt erstmal, weil pandemiebedingt nicht sehr viel läuft. Was ich aber auch nachvollziehen kann und ich verstehe es, ist auch in Ordnung. Klar, es hat mich geärgert, weil ich hatte soweit alles eingereicht und genau in dem Monat, wo ich da anfangen wollte, zack, Corona hatte ich alles zu machen. Das war ein bisschen sehr, sehr ärgerlich. Es war traurig, es war ärgerlich. Ich war ein bisschen geknickt. Ein bisschen sehr geknickt. Ja, ist es aber. Konnten die nichts für, ich konnte nichts für, keiner konnte was für. Außer die Leute aus Wuhan. Nein, selbst die konnten da glaube ich nichts für. Deswegen, ich versuche es einfach im nächsten Jahr nochmal. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ja, muss ja aber auch nicht unbedingt seine Schuld gewesen sein. Vielleicht hat ihn jemand angestupst, erschreckt oder sonst was. Wer weiß das schon? Das muss ja nicht unbedingt seine Schuld gewesen sein. Das kann auch ein doofer Unfall gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Ich war nicht dabei. Ich schieb da niemandem die Schuld zu. Auch Corona trifft keine Schuld. Es ist einfach ein Virus, das versucht zu leben und zu existieren. Tim El-Adabal, das Amulett der ruhmreichen Könige. Ein Artefakt der Göttlichen. Regierungssymbol der Kaiser von Cyrodiil. Und der Schlüssel zu meinem Aufstieg. Und dennoch entzieht es sich mir. Seine Macht zu nutzen, um die Kalamität unseres Zeitalters heraufzubeschwören, war berauschend. Es machte mir die grenzenlosen Möglichkeiten bewusst, die dem offenstehen, der stark und furchtlos genug ist, um es für seine eigenen Ziele einzusetzen. Das Amulett hat die Macht zu erschaffen oder zu zerstören, aber es hat auch die Macht, den durch Seelenbruch angerichteten Schaden ungeschehen zu machen und den Riss in der Barriere zwischen Nirn und dem Reich des Vergessens zu heilen. Ich muss es zurückhaben, bevor irgendein Narr das wiederherstellt, was gebrochen bleiben muss. Er weiß, dass wir das Amulett benutzen wollen, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Wir müssen Saisahan retten, bevor man ihn mürbe macht. Okay. Ich finde es klasse, dass du dennoch weitermachen willst und daran festhältst. Tatsächlich war ich schon ein paar Mal überlegen, ob ich einfach irgendwie mich hinter die Kasse setze, ziehe da meine zwei, drei Jahre durch, dann habe ich die scheiß Ausbildung fertig, ich habe in der Zeit Geld verdient. Das Problem ist einfach nur, dass es ist meine erste Ausbildung und normalerweise würde ich die bezahlt kriegen. Ich hab bisher noch keine Ausbildung abgeschlossen. Aber weil halt sich das Land Niedersachsen so querstellt, was Sozialpädagogik angeht, beziehungsweise allgemein soziale Berufe,
ist es schon ziemlich schwer, hier was zu bekommen. Deswegen war ich auch teilweise im Überlegen, vielleicht nicht doch für ein, zwei Jahre nach Bremen zu ziehen. Dann habe ich wenigstens den sozialpädagogischen Assistenten fertig, weil dort wirst du gefördert, hier nicht. Das Problem ist dann einfach nur, hier dann in Oldenburg wieder was zu finden. Das wird schwierig, und in Bremen was zu finden, wird auch schwierig. Also da ist so ein bisschen... Und Pendeln ist jetzt auch nicht so unbedingt das, was ich machen möchte. Es sind halt so ein paar Sachen offen, die ich mir schon überlegt habe, die man machen könnte, weil man müsste mich mittlerweile kennen. Ich mache nichts ohne drei oder vierfach Absicherung oder Pläne. Falls irgendwas scheitert, dann kommt der nächste Plan und das ist der nächste Plan und der nächste Plan. Solange bis es immer klappt. Die Fülle des Rotwadonen kann nicht mit gewöhnlichen Verhörmethoden gebrochen werden. Körperliche Qualen scheinen nutzlos zu sein. Daher habe ich den Daedra befohlen, Saisahan in die Hallen der Qual zu bringen. Die Herzogin wird überaus erfreut sein, einen neuen Gast zu haben. Sein Fleisch ist stark, aber vielleicht wird ihre geistige Folter ihn brechen. Ich bin schon zu weit gekommen, um zu erlauben, dass so ein Emporkömmling von Schwertmeister meine Pläne vereitelt. Ich werde das Amulett finden. So oder so. Das sind die Informationen, die wir gesucht haben. Problem ist aber, dass die Ausbildung in Bremen nicht anerkannt werden kann hier. Ich habe diese Ausbildung zur Sozialassistentin hier absolviert und die ist halt in einigen Bundesländern nicht anerkannt. Ich sag mal so, wenn es den Leuten im Kindergarten reicht, dass ich das gemacht habe. Oh, jetzt habe ich ihn übersprungen. Verdammt, aus Gewohnheit. Aber wenn es den Leuten im Kindergarten reicht, dass ich das gemacht habe. Was sollen die anderen dazu sagen? Wenn ich dann meinen Job so gut mache, ist es doch egal. Oder ich lege halt hier ein Jahr nochmal drauf. Aber weil ich das dann halt da schon gemacht habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das hier dann machen kann, höher, als wenn ich das gar nicht gemacht hätte. Also Mittel und Wege gibt es immer. Immer und überall. Für mich ist ja erstmal nur wichtig, überhaupt einen Fuß da reinzukriegen. Und da ist mir auch egal, wie, wo, wann, warum. Hauptsache, der ist erstmal in der Tür drin. Und ich kann damit arbeiten. Alles gut, ich habe mich ja schon so ein bisschen schlau gelesen, ein bisschen schlau recherchiert. Man mag es zwar nicht glauben, aber ich beherrsche das Lesen so einigermaßen. Finde ich aber sehr, 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 sehr lieb von dir. Noch den. Gut, dann haben wir das auch.